Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Season 9. Brammen hat mich aus dem Nether gerettet. Yay! Einmal Applaus für Brammen. Yay! Kann gerade nicht. Du hast innerlich applaudiert, Bram. Schön. Wait, wieso ist hier die Mauer zu Ende? Na, hier so wahrscheinlich ein Turm hin. Ja, das ist ja dein Turm, Bram. Weißt du ja, steht ja da dran. Bis der fertig ist, dauert noch ein bisschen. Ja, aber hier fehlt ein Stück Mauer. Hat jemand abgebaut, der Arsch. Ein Block. Ich will nichts sagen, tut mir leid. Peter, du hast doch die neue Sherlock-Folge geguckt. Nee, war das. Das ist übrigens nicht die stärkste Folge von Sherlock tatsächlich. Die letzte Staffel war richtig stark, fand ich. Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, weil ich die vor 2 Jahren gefühlt gesehen habe. Das ist die dritte, oder? Das ist die dritte mit dem Typen. Das ist die dritte mit der Hochzeit. Mit der Hochzeit, ja, genau. Ja, die ist cool. Ja. Ich finde alle Staffeln super stark. Ich fand den Hund von Askable, den fand ich richtig scheiße. Baskerville. Das ist die einzige Folge, die ich überspringe, wenn ich mir das nochmal angucke. Ja, verständlicherweise. Ist echt schlecht. Also was heißt schlecht? Kannst du dir nur einmal angucken, als ich dir das erste Mal gesehen habe, fand ich sie ganz gut. Echt? Selbst da fand ich die schon scheiße. Ja, da wusste ich halt noch nicht, ich was. Ich finde alles scheiße, siehst du? Nee, das ist Jay. Das ist Jay. Was ist Jay? Was guck ich denn eigentlich? Hallo Christian, jetzt schwebt die alles. Truhe. Was? Ja, ich hab um die drumherum gebaut, da ist der ganze Dreck drin. Ja, ich würde mal ganz kurz sagen, dass ich gerade in einer Folge geschafft habe, 2 Mal hin und her zu laufen, um Lava zu holen. In der ganzen Zeit. Was machst du denn auch immer unterwegs? Ja, ich muss bis in der Sonne Lava zu holen. Ups. Wäre natürlich auch relativ klug, wenn du das einfach von drinnen, also von der Mine aus machst, oder? Ja, naja, da habe ich aber nicht so viel Lava. Ja, das ist richtig. So viel wie im Nether hast du da sicherlich nicht. Krieg ich denn jetzt noch fucking Sand her? Aus der Wüste. Weil wir halt keine Wüste haben. Da muss man die sehen. Weißt du, was scheiße ist hier? Was denn? Ich hab mir doch offen erzählt, wo die Wüste ist. Jetzt wollt ihr mir erzählen, gibt keine. Ich weiß nicht, wo die ist. Ne, Jay meinte mal, die Wüste wäre halt bei dem Dorf. Das war aber ja, ich dachte, weil dann das Dorf halt nicht in der Wüste ist. Und deshalb hast du da ewig gesucht, Christian. Aber. Und ich hab dir dann gesagt, in welcher Richtung das Dorf ist. Und deshalb hast du das dann gefunden. Und Jay meinte, das wäre da. Kann ich da nicht. Warte mal, kann man hier jetzt nicht eine Pressure-Platte dahin packen oder sowas. Ja, du bist hier der Master auf, keine Ahnung, Stuff. Hey, Master of Stuff. Turm frei. Nein, ich brauche so ein Stück Lava. 1, 2, 3. Ich schon. Ist noch ein Turm. Krass, wie viel Holz das kostet, diese Scheiße, die ich hier mache. Ja, das kostet echt viel. Ey, Bram. Ja. Warum hast du eigentlich die ganze Lava da ausgekippt am Berg? Ja, oder ist das so schon vorher gewesen? Ja, das war schon da kannst vorher, die Lava da, kannst die Lava da sammeln. Da musst du gar nicht runterlaufen. Ich weiß, aber die Lava da soll ja da bleiben. Die sieht doch cool aus da. Ja, das hat man auch mal gesehen. Deswegen renne ich ja extra immer den Weg, weil das ach cool so aussieht. Hat der Bram aber auch gesagt. Geil. Hat er auch gesagt. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Hat er da. Oh Gott. Ja. Wo sind meine Pfeile? You know what Peter mean? Was ich mean? Ja. Ich mean ich dir. Okay. Hä? Was? Warum kann man keine Pfeile mehr einsammeln, wenn man hier mal... Das ist schade. So. Jetzt haben wir die Burgmauern verkleidet mit... Schussmöglichkeiten. Erntezeit. Schussmöglichkeiten? Weil wir sollten hier wahrscheinlich auch noch ein Lager irgendwo hinbauen. Für. Peter, Bus bauen. Deine Mutter. Für die ganzen Kisten. Kann man das nicht hier an dem Turm dran machen, Peter? Hier so dran? Würde ich auch so zwischen die beiden Türme da quasi das Lager zu machen. Dann hier so an die Wand. Warum hältst du hier nur Turm frei?
Weil sich den noch keiner gedingenst hat. Ich war noch bei keinem Turm. Dann baut noch sein Hütchen. Aber ich habe mal eine komische Frage. Ja. Das kann natürlich aber auch eine optische Täuschung sein, aber irgendwie sieht der Turm breiter aus als die Fläche, die dieser Turm hier zur Verfügung hat. Die Türme sind alle gleich breit, außer, ich glaube, Sepp hat seinen größer gemacht und Jay. Ich habe zwei Ecken ausgebaut. Ja, die Türme sind alle gleich breit, aber zwei von drei Türmen, die bisher existieren, sind breiter. Ja, meiner muss einer größer sein. Ey, mein macht ja nichts, braucht ja eh keinen Platz hier drin. Aber der hier ist so genauso groß wie deiner, Bram. Ja, das stimmt. Ja, nee, also, muss ich Peter recht geben. Alles gut, ich wollte jetzt nicht mehr Platz haben. Ich hatte nur interessiert, ob das irgendwie optisch gewollt ist. Erst optisch gewollt, dass er gleiche Größe war, ja. More space, I don't need. Mal ganz kurz nachgucken, ob das auch kein Quatsch ist, was ich erzähle, aber ist richtig. Peter, ich fühle mich ungerecht behandelt. Du hast den Monster-Riesenturm. Nö. Voll. Ich baue noch einen Monster-Riesenturm. Hast du doch einen. Was? Wie würdest du denn hier an den Turm quasi das Lager dran machen? Du brauchst doch mindestens auch die ganze Fläche zwischen den beiden Türmen dafür, oder? Oder wir machen den Lagerraum unterirdisch. Ich würde den da drunter machen, ja. Da der Eingang vielleicht mit so einer Treppe ist. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Ach ja. Hier wird nicht so ein eigenes Gebäude in so Ruhe. Soll ich dir dabei helfen, Peter? Lagerung? Ja, gerne. Mein Projekt kann nämlich gerade auch warten. Ich war gerade meinen. Ja, den Lagerraum, Christian. Aber tatsächlich wäre das ja kein Problem, den unterirdisch zu machen und dann schön zu verkleiden, weil oberirdisch ist nicht so viel Platz dafür. Eigentlich schon mal irgendjemand von euch in der Burg? In welcher Burg? Ja. In einer. Ja, schon ganz oft. Öfters. Welche denn? In Schloss Neuschwanstein. Ach, war ich schon. Cool. Und da war ich sogar schon dreimal. Bist du Touristen überlaufen? Ah, alles klar. Und ja, da sind ganz viele Japaner und ganz viele Busse und Japaner mit Bussen. Und Japaner mit einem iPad, einer Kamera und einem Handy. Das fand ich auch krass. Gleichzeitig. So ein paar Gruppen, wo die Leute anstatt mit ihrem Handy oder ihrer Kamera haben die Fotos mit ihrem Tablet gemacht. Wollt man da nicht unterirdisch machen, Peter? Ja, ich mach doch da nur den Eingang. Willst du den Eingang an den Turm dran machen? Oder geht das hier nach unten, meinst du? Ja, also pass mal auf. Wir machen jetzt beispielsweise von mir aus hier so einen Weg nach unten. Ja. Okay. Ey, wieso bist du denn bei dem? Finde ich gut, ja. Und dann können wir ja von dem Turm aus eine Verkleidung darüber machen. Ja, das finde ich schön. Da hast du recht, da gebe ich dir recht. Das ist echt schick. Und dann wollte ich halt recht weit vorne Alter, anfangen. Alter, hier ist gerade die Rache der Killer-Zombies. Dann runtergehen. Also Drachenfels ist ja auch eine richtig krasse Burg. Wart ihr da schon mal? Ne. Ich kann mich tatsächlich gerade Da stehen noch so drei Steine oder so. Außer bei uns in der Schule an der Burg gewesen zu sein. Ne, total oft auch um Neuschwanstein sind ja auch ganz viele Burgen noch. Da war ich tatsächlich noch nie. Und in Sachsen sind ja auch ganz viele Burgen, da war ich auch schon ein paar Mal. Onkel da wohnt. Was, hat er nächstes Mal Bogen gucken gehst? Ja! Cool. Nicht schlecht. Findest du historische Bauwerke meistens hier meine Tür? Voll langweilig, außer die Bauwerke sind an sich schon so total bekannt. Weißt du, so Schloss Neuschwanstein wäre noch so eine Sache, die würde mich dann auch interessieren, aufgrund der historischen Bedeutung. Aber das ist eher ein Schloss, das ist keine richtige Burg, ne? Auch gut, denn von mir ist ja egal, die historische Bedeutung wird ja nicht dadurch gemindert, ob das ein Schloss ist oder eine Burg. Nein, da gebe ich dir recht. Aber zum Beispiel, als ich damals in Italien war, da kannst du ja quasi rein theoretisch für jeden fucking Obelisken, der irgendwo steht, kannst du dir ja eine... Die Obelisken? Du und deine Obelisken, die haben es dir echt angetan. Ja, dann kannst du dir echt einen Tourguide für anschaffen. Hä, Obelisken-Geschichte? Ja, frag mich, was hat eigentlich Schloss Neuschwanstein Tolles verbracht oder wurde da vollbracht? Außer, dass ich glaube, da war der König, der hat sich gebaut. Der König? Der preußische König oder so. Gab es da nicht irgendwie hunderte so Könige früher? Ja, aber das ist halt das Schönste und Prunkvollste, was es gibt ever. Ja, stimmt. Und da gibt es auch irgendwie eine tolle Geschichte zu. Die ich aber nicht kenne.
Du warst ja auch erst dreimal da. Stimmt. Das ist ja halt 10 Jahre her, du Wurst. Hast du vor 10 Jahren die Japaner mit den iPads? Ja, das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Nee, Entschuldigung. Oh, ich will nichts sagen. Ich will nichts sagen. Das ist eh das Geilste. Ja. Weißt du, das Schöne ist auch, Jay vertut sich auch nie mit den Daten. Nur zu blame. Deine einzige Aufgabe, wenn du morgens aufwacht, dann ist das einfach mal am blame. Ich wollte doch nur sagen, was? Warte, was? Oh, noch das ist nur eine Feststellung. Ja. Ich muss auf jeden Fall im Laufe der Zeit noch andere Klamotten mehr anziehen. Ich brauche irgendwie so ein fettes Gewand. Was auch noch ganz cool war, war der Tower von London. Das ist ja, glaube ich, auch noch. Das zählt das als Burg? Ja, also die schon. Können Monster auf so wie. Buckingham Palace? Nein. Der Tower! Der Tower von London, Dennis. Tower von London? Der Tower? Ist das nicht ein Knast? Das ist ein Knast, ja, aber früher war es, glaube ich, mal eine Burg. Also, oder auch ein Knast mit einer Burg. Also, das ist ja quasi eine Burg. Ist London nicht an der Brücke? Ja. Ja, deswegen heißt es auch Tower Bridge. Tower Bridge. Burg. Genau, Tower Bridge Burg. Burg. Muss man wissen. Macht den Raum ein bisschen größer, oder? Ja, brauchen wir ja auch. Und Platz. Die ganzen geilen Kisten, die wir haben. Ganz geil. Mach den auch was höher, damit wir. Die ganz geilen Kisten, die wir haben. Da zwei Kisten übereinander Digga machen können, ne? Jo, Digga. Gott, schon wieder Asosprache auf. Da wird nur Digga sagen. Wer hat da sein Pferd gerufen? Dicker, Digga. Alter, Dicker! Wie, man kann einfach sein Pferd rufen? Ja. Boah, aber das ist eklig. Auf mein Ei. Bram ist halt noch nicht ganz gesund im Kopf. Wie machen wir, welche Farbe bekommt denn unsere Treppe, Peter? Eher so hölzern oder eher steinisch? Ganz schön steinisch von dir. Ich sag... Ich würde für hölzern plädieren. Ja, hölzern ist auch schon das Einsteigeding. Ja, dann passt das doch ganz gut. Ja, drumherum ist ja eh alles Stein. Wo ist denn jetzt meine Holz? Ja, da hast du recht. Ja, da ist eigentlich dann egal, war ja mehr eher gut, sag ich, Kruzifixe. Ist klar, war. Manchmal frage ich mich auch, was der Bram so für Medikamente im Moment nimmt, ey. Boah, zu wenig. Boah, ey. Hörst du mal auf, die ganze Zeit selbst zu blamen, Bram? Blame doch nur ein bisschen. Weißt du, und Jay blamet wieder, indem er andere blamet. Echt mal, Jay! Nur wieder am Jeb. Rumvögeln. Ich heiße Jeb. Tipp und Jeb. Bitte des Rechts. Bitte von rechts. Ey, das ist so ein nerviges Pferd. Ich glaube, ich werde das irgendwann. Jeb und Jeb, weißt du, so ein Nazi-Eichhörnchen, ein Streifenhörnchen. Ja. Geil. Was ist das, woran? Habt ihr schon den neuen Chipmunks-Film gesehen? Ja, auf jeden Fall. Alter, sofort reingegangen. Ey, die Story war so bombastisch wie von Transformers 4. Und der Twist! Nein, hab ich das nicht gesehen. Alter, sag bloß nicht, du hast dafür dein Geld im Kino verschwendet. Nein, ich war da nicht im Kino. Kann man jetzt zu Hause schon gerade sagen. Hast du zu Hause illegal runtergeladen? Nein. Ich hab die Blu-ray gekauft. Wie hast du den dann zu Hause gesehen? Was? Nee, nix. Auf so ein Portal. Amazon. Natürlich. Natürlich! Hast du die Stufen schon, Peter? Wer hat denn hier Bock auf Weizen? Mach ich eben. Ich hab noch. Nee, also ich hab normal. Ich würde. Ganz ehrlich, die Holzstufen würde ich nicht in der Farbe machen, wie hier alles ist. Oder? Achso, da kann ich schon. Schwingen wir mal wieder die Möhren, ey. Ich hab noch Eichenholz. Was? Okay. Jetzt wird die Möhre geschwungen. Alter. Tu mal lieber die Möhrchen, Mama. Genau, no, das machen wir jetzt. Roadchip, Alter. Boah, Jay guckt erstmal direkt nach, weil er erstmal gucken will, wie geil der Film ist. Also ich sag auch nicht, dass der geil war, aber ich fiel mir gerade so ein, wo wir Chipmunks geredet haben.
Ach du dämlicher Timer. War der besser als Transformers oder schlecht? Welcher Transformers, Christian? Weiß ich nicht, 1 bis 4? Die ersten drei, nee, die ersten zwei waren doch ziemlich gut. Fand ich. Der erste war nicht schlecht, das stimmt. Ah, Motherfucker! Und der zweite war ich auch kann mich an den nicht. Zweiten nicht mehr erinnern. Der zweite ist halt mit den Pyramiden in Ägypten. Ach ja, okay, stimmt. Und beim dritten sind die Los Angeles oder so in der Stadt, wo die irgendwie den Planeten dann beamen wollen. Ah ja, und den, ah, okay. Und den vierten, ja, der ist halt auch auf der Fährte. Ich hab keine Ahnung, wieso ihr gerade so mega ablacht. Peter guckt sich auch ganz verwirrt um. Ich hab zugegebenermaßen aber auch null zugehört gerade die ganze Zeit. Ich hab nur geguckt, was Johnny in TS gepostet hat. Okay. Whatever! Die Zeit mit mir ist vorbei. Oh. Echt jetzt? Schon? Nee. Ja. Boah, geil, jetzt können wir gleich erstmal mich beim Strip mal hinzusehen. Ha! Nein, Spaß. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Morgen geht's dann mit Jay weiter. Bis dahin. Morgen suche ich Schleime. Haut rein. Tschüss. Ciao. Dann lasse ich noch eiskalt drauf, wie er hustet. So.